Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück in der Welt von Conan Exiles. Wie immer gehört, erstmal ein Schluck Tee. So, heute haben wir Größeres vor, bautechnisch. Ich baue gerade noch die letzten Sachen, die ich dazu benötige. Die sollten jetzt gleich fertig sein. Ich habe allerlei Shit mit. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich. Ich hoffe, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Muss nicht, kann aber, oder irgendwie so. Das testen wir mal. Kann ich da noch was dran tackern? Da könnt ihr noch was dran tackern. Schauen wir mal. Ich riskiere es mal mit dem. So. So. Geht sie noch eine aus? So. Ha! Okay. Ja, das habe ich schon mal ausprobiert, muss ich jetzt dazu sagen. Ich will ja ehrlich bleiben. Gut, denn hier kommt jetzt mein unfucking fassbarer Turm her. Der... habe ja auch lang gegrübelt, wie ich das am geilsten machen könnte. Und ich habe mich dazu entschlossen, dieses Gerät so zu bauen. So. Also die Rohstoffe hierfür waren wieder... Ja, sagen wir jetzt mal nichts dazu. So, ich hoffe, das geht sich jetzt aus. Ja, perfekt. Das wird mein Turm. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da jetzt dann nach oben? Und warum baut er das Ding nicht da dahin, wo ich es gern hätte? Wer baut der Arsch das jetzt nur? Wie komme ich da am dümmsten rauf? Nicht runter, weil... ja, vielleicht... vielleicht muss ich da drinnen ausfüllen. Das dürfte aber nicht mit dem funktionieren. Das kann nur mit denen funktionieren, oder? Ja, das kann das auch funktionieren. Und der Gewinner ist... der da. Ach, blöde Geschichte. Ich muss da nochmal zurück ein paar Sachen bauen. Ah, meine Ressourcen schwinden radikal. Holz dürfte eigentlich reichen. Reichen. Will ich da gleich alles hier herstellen? Ich werde sie sicher brauchen. Okay. Also das wird... ja. Ja. Bevor da Unfälle passieren, eigentlich müssen wir noch einmal aufmachen. So viele Ressourcen, die da wieder draufgehen. Komm, bau schneller. Ja. Sieht sogar optisch geil aus. Ja, hier wird geopfert. So. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube jetzt Leiter. Enttäusche mich nicht. Die Leiter. Ja. So. Jetzt wäre es zum Beispiel cool, wenn man hier mittig trotzdem noch dran bauen könnte. Das wäre so verdammt wichtig. Liebe Macher von Dingensbums, aber ich glaube, das wird nie passieren. Weil dazu kenne ich, glaube ich, Funcom inzwischen zu gut. Da geht's in die nächste Ebene.
Ja. Da geht's in die nächste Ebene. Oh, oh, oh. Langsam mit den jungen Pferden. Was geht mit dir ab, Mann? Jetzt muss ich nur aufpassen, was ich da raus mache. Wenn ich jetzt noch einen baue, wo komme ich denn dann hin? Das ist so gefährlich. Wenn ich hier jetzt noch eine Treppe baue, die Treppe geht jetzt genau. Ich kann das nicht so bauen, wie ich möchte. Ich muss nämlich eigentlich das Ding. Eigentlich. Scheiße. Oh, Funcom macht sein aber auch nicht leicht. Hey, leck mich doch am Arsch. Das ist jetzt zu weit. Oder? Ja. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Muss ich mir noch Gedanken machen, dass das auf jeden Fall so nicht funktionieren kann. Sollte wohl klar sein. Gut, ich habe allerdings ein paar von denen hier. Und das ist leider einen Ticken zu. Ich habe gerade die Idee schlechthin. Ach Gott, da muss ich noch so viel bauen und das kann jetzt alles nicht in der Aufnahme machen. Mann. Ah, cool. Was probieren. Ich brauche nur Steine. Ui, zack. Ich brauche mehr Steine. Und mehr Holz. Und jetzt kann man bauen. So, jetzt lass mich kurz überlegen. Da will ich 5. Da habe ich gerade einen hergestellt. Da habe ich noch welche. Stelle ich da aber noch einen her. So. Ja, tut mir leid, das war. Da muss ich das mal genauer durchrechnen. Das ist, glaube ich, nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle. Auch ein Stein kann entzücken. So, was ist denn noch? Er baut noch. Komm, komm, komm. Ja. Ja. Gut. Jetzt muss ich nur was schnell checken. Ihr möget nicht sein. Kriege ich jetzt vielleicht sogar noch dich hin? Schade. So. Echter dran setzen. Oh nee, wie geil.
Echt jetzt. Ja. Okay. Mit dem Makel, ich muss springen. Ja. Aber das, ja. Fun, komm, warum? Ihr Arschgesichter. So. Das heißt, das bleibt so. Da wäre es zum Beispiel praktisch, wenn es Leitern geben würde. Lass mal hier gerade nach oben. Das wäre so wichtig. Da müssen sie wirklich noch so ranklotzen, dass ihnen der Arsch blutig wird. Da führt kein Weg dran vorbei. Da führt wohl kein Weg dran vorbei. Gut. Dann machen wir die Etage auch noch fertig. Und dann wisst ihr ja ungefähr, wie er ausschauen soll. Der Dürmchen. 1, 2, 3. Und ganz viele davon. Fehlt jetzt eigentlich noch die Wand? Ich glaube ja, gell? Stellen wir da auch eine her. Und 1, 2, 3. Von denen habe ich auch keine mehr. Alle drei herstellen. Gut, das machen wir noch. So. 4. So. Zu wenig Ressourcen. Also 5 ist das so arg gedacht. Wunderbar. Sehr schön. Da brauche ich jetzt noch 1, 2, 3. 3 Sachen. Eigentlich 4 mit der Tür, aber ich will da glaube ich keine Tür drin haben. Ich glaube jetzt. Ich habe keine Steine mehr. Ja, dann muss ich losziehen und Steine suchen. Gott, das hätte jetzt echt nicht für möglich gehalten in der. Oh, warte, meine Schatzkiste, bitte. Ja, okay, die sind jetzt nicht ganz verkehrt. Komm. Die sind jetzt nicht ganz verkehrt. Wir wollen jetzt mal nicht rumjammern. Halt. Du kommst da jetzt auch noch rein. Dann packe ich noch schnell mal hier meine Safety First. Grütze! Nee, das will ich nicht zumachen. Gut, dann packen wir das noch weg. Dann klöppeln wir uns noch schnell einen Ast ab. Ist mir jetzt wurscht, das mache ich in der Aufnahme. Es tut. Was mache ich denn für den Blödsinn? Das tut mir sorry. Aber da führt kein Weg dran vorbei, denn ich habe ja meine ultimative Abbauwaffe. Und dann können wir mal checken, was dieser junge Mann hier eigentlich so treibt. Halb voll. Er hat fast mehr zu essen als ich und das soll Reveal der Schmerzen sein. Das ist kaputt. Okay. Das hätte ich aber gerade gedacht, der greift mich wieder an. So, auf geht's. Checken wir mal, wie viel Stein haben wir drin und reparieren wir das noch einmal schnell schon 13. Dann testen wir mal, was die ergiebig das ist. Die Methode, ich mache alles kaputt. Jo, nicht ausweichen. 0-0 ist immer gut. 0-0 ist. Reparieren 41 Steine. Machen wir jetzt mal den Gegentest.
Der Gegenfest. Der Gegenfest. Bum, bum, bum. Da dürfte jetzt locker gleich viel Zeit vergangen sein. Und Gewinner ist. Egal. So, was wollt ihr jetzt eigentlich noch herstellen? Zwei von denen, gell? Zwei von denen. Und den müsst ihr noch haben. So, bauen wir die auch noch gleich ab hier. Also mein ultimatives Abbau-Tool, das Schwert, das ist glaube ich gleich gut als, ja. Gut. Jetzt habe ich wirklich vergessen, was das dritte ist. Dann nehmen wir noch einen. Scheiß drauf. 50 Steine muss reichen. Komm, komm, komm. Na, wurscht. Na, wir bauen das jetzt erstmal soweit fertig. Dann gehe ich nochmal runter und dann schaue ich mir das mal vorbei an. Wie denn schon die erste Etage ausschaut. Und vielleicht feiere ich das jetzt schon so hart, dass ich erstmal mir ein Ansaufen gehe. So. Ärgerlich, aber fehlt kein Weg davon. 6. Ja. Ja. Bauen wir das? Ich weiß, ich hab's unten in der Kiste, aber das ist mir jetzt wurscht. Also dem bringt's. Das bringt gar keine XP, kommt mir vor. Ha? Das bauen. Ja, 4. Wie sieht das noch aus? Nein! Oh. Wie schlecht ist das denn bitte? Ich muss da springen und das. Die Bauoptionen sind doch sehr, 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 sehr dürftig. Na gut. Muss ich mitleben. Boah, das. Nee, ich. Schauen wir mal vorbei, ob sich das wenigstens lohnt. Optisch. Oh oh, oh. Sicherlich. Also ihr müsst euch jetzt den Turm viel, viel besser vorstellen. Ah, das könnte schon monumental ausschauen. Ich meine, es stört zwar jetzt ein bisschen der Weg darauf, das schaut nicht sehr prickelnd aus, aber irgendwie muss man ja raufkommen. Und da es ja nicht sowas wie einen Aufzug gibt, was natürlich richtig Porno wäre. Schöne Aufzüge. Also so alte, nicht die modernen. Das könnte schon richtig genial ausschauen. Ist doch. Wow. Ich glaube, da weiß ich dann auch schon, wo ich den zweiten Turm hinbaue. Ja. Ja, ja, ja. Das schaut schon richtig geil aus. Aber bitte, ah, da muss Funcom noch so ranklotzen. Bitte, 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 bitte. Überarbeitet so dermaßen das Bautool, das. Das da, ja, da kriegst du wirklich Zustände, da schmerzt das Hirn, wenn du bauen musst. Wirklich, es schmerzt. Ich meine, es kann sein, dass ich da natürlich beim Bauen jetzt mannigfaltige Fehler mache, aber ich wage zu bezweifeln, dass die das auch schon. Viertelböden wäre genial. Und dass sie nicht immer nur klippen müssen, sondern dass man sie auch beliebig rein verschieben kann, das wäre genial. Aber das geht hier leider. Was? Ich war doch gerade erst saufen, was ist denn mit dir kaputt?
Kann man jetzt leider natürlich nicht ändern. Es ist wie es ist. Weil auch die Scheiße hier, ne, wer baut denn so, dass er hier mit dem Schädel gegen jedes, gegen jeden Querbalken rennt. Au, 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 au. So, dutz, 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 dutz. Mann, 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 das hat mich schon so in Rust angefuckt oder in Ark oder was weiß ich, dass die Scheiße so hoch ist, dass die hier mit dem Kopf oben an den Sturz dran. Kann mir den Sturz anschauen. Als wenn die Lilliputaner das Ding gebaut hätten oder geplant hätten. Ja, aber genug gesampert. Checken wir noch kurz The Wheel of the Wheel. Und da muss ich. Ja. Tonnen. Das wäre genial, wenn du dir hier solche Sklaven ranzüchten könntest, die dann für dich den Scheiß sammeln gehen. Und wenn er dann wenigstens hiermit was Produktives herstellen würde, hier so Getreide mahlen oder irgend sowas, aber der dreht ja den Scheiß einfach nur des Drehenwillens. Egal. Komm, schauen wir nochmal rein. Ja, doch, 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 das wird langsam. Ja, jammer nicht rum. Das reicht, wenn ich rumjammer. Ja. Wie lange jetzt die Aufnahme wirklich war, weiß ich nicht. Ich kann nur so viel sagen. Der Ersteindruck, wenn man jetzt nicht vom Inneren ausgeht, sondern nur das, wie schaut es denn von außen aus? Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Und dann ziehe ich das noch 7, 8 Ebenen hoch. Hab dann halt ärgerlicherweise. Ja, aber ich kann das nicht anders machen. Wie soll ich sonst draufkommen? Wie soll ich das sonst machen? Ich könnte es oben anklicken lassen. Das könnt ihr noch probieren. Habe ich noch eine Treppe? Ich hatte noch eine Treppe, aber das. Naja, das kann nicht funktionieren, weil ich das da nicht anklicken kann. Und das muss ja anklicken. Das kann ja nicht frei sein. Ah, dass ich mir da immer so viel Gedanken machen muss. Einfach simples Bauen. Das hat teilweise. Das funktioniert. Muss ich jetzt traurigerweise sagen, das funktioniert, das hat ja sogar in Arma 2 besser funktioniert, in Epoch. Oder Overwatch, Overpoch. Das kann, glaube ich, nicht funktionieren, wenn ich das jetzt direkt sage, ich tacker das. Nee, nee, das wird immer da anklicken. Gibt uns den freien Baumodus. Dann wäre ich schon viel glücklicher. Aber für den Anfang ist es okay. Es ist ja noch Alpha. Oder vielleicht habe ich einfach auch nur gerade beim Bauen einen Denkfehler drin. Oder man könnte, halbe Wände würden schon reichen. Ne? Mit Mauern wird das nicht funktionieren. Dass du dann, ist einfach nur halbe Wände, dass du die um eine halbe Höhe machen kannst. Und dann, ja. Gut, oder einfach schauen, wie das in Arma 2 funktioniert hat, in Epoch. Das hat natürlich auch seine Nachteile gehabt, da brauchen wir logischerweise nicht drüber diskutieren. Aber was das kreative Bauen anging, hattest du da deutlich mehr Möglichkeiten. Gut. Dann würde ich sagen, der Anfang ist gemacht von meinem Projekt. Ich baue mich babylonisch gen Himmel. Schauen wir mal, was noch weiter passiert. Wenn es euch gefallen hat, wie das sich hier weiterentwickelt. Einfach einen Daumen nach oben. Und Tipps und Tricks, vor allen Dingen was bauen angeht. Vielleicht übersehe ich ja wirklich was, weil, wisst ihr, ne? Könnt ihr in die Kommentare schreiben, könnt auch mit das Hallo da lassen. Da muss ich jetzt aber noch dazu sagen, ich kann die Kommentare nicht freigeben, dass man sie sieht im Moment. Ich weiß nicht, was der YouTube schon wieder verkackt hat, weil es ist definitiv eingestellt, jeden Kommentar zulassen, aber er lässt einfach keinen Kommentar zu. Und ich habe auch kein Kästchen, wo ich anhakeln kann. Genehmigen. Ja, in die Kommentare so. Und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach subscriben. In diesem Sinn, einen wunderschönen Abend, eine geruhsame Nacht. Haust rein. Tschüssi!